Also das ist unser drittes Kind, das ist jetzt 3,5 Monate alt. Wir haben außerdem noch einen 7-jährigen Sohn und eine fast 4-jährige Tochter. Und unser Sohn war jetzt im ersten Jahr im häuslichen Unterricht. Dazu muss ich sagen, ich bin selbst Lehrerin. Es hat sich dann bei den Kindern die Frage gestellt, was mache ich mit meinen eigenen Kindern? Haben wir dann uns versucht, schlau zu machen, was gibt es zum häuslichen Unterricht in Österreich, und haben dann versucht, Leute kennenzulernen, Kontakte zu schließen. Und das ist jetzt eben 5 Jahre her, und seither sind wir also praktisch in dem Kreis mehr oder weniger mit drinnen und haben sehr viele nette, interessante und tolle Leute kennengelernt. Wir haben den Tamino, meinen Ältesten, im häuslichen Unterricht. Und mir ist es wichtig, die Dreisprachigkeit, unter der die Kinder groß geworden sind, auch während der Schulzeit beizubehalten. Und außerdem ist mir wichtig, dass er jede Entwicklungsstufe aus eigenem Interesse und aus einem Bewegen und so natürlich wie möglich vollzieht. Jetzt haben wir also das erste Jahr häuslichen Unterricht hinter uns und auch die Prüfung zum ersten Mal hinter uns gebracht. Und es war eigentlich ein sehr, sehr schönes Jahr, das auch Zeit war für das Baby, für die Schwangerschaft und vor allem für Taminos große Leidenschaft, das sind die Tiere. Er hat also mittlerweile einen kleinen Streichelzoo zu Hause aufgebaut, hat uns also überzeugt davon, dass wir Hühner brauchen, und haben jetzt auch Kaninchen und, wenn es nach ihm geht, noch viel, viel, viel mehr Tiere. Und er kümmert sich drum und verkauft es, vermarktet seine Tiere sozusagen, verkauft die Eier in der ganzen Umgebung und hat auch damit rechnen gelernt. Und es macht ihm irrsinnig viel Spaß und Freude und auch. Des Weiteren ist es mir wichtig, dass er viel Kontakt zu Personen in allen Altersklassen hat und nicht nur zu Gleichaltrigen. So, und der Tamino hat zum Beispiel sein Projekt mit den Hühnern, wo er die Eier verkaufen kann, um die er sich kümmert, und was auch dazu geführt hat, dass er eigenständig rechnen gelernt hat und jetzt auch zum Dokumentieren dessen anfängt zu schreiben. Und für uns ist es einfach der natürlichere Weg und wir sind alle zufrieden damit. Also es heißt bei uns nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist. Wenn das sich irgendwann mal wieder ändert, dann kann das natürlich auch sein, dass ein Kind sagt, das möchte jetzt in den Kindergarten oder das möchte jetzt in die Schule. Dann glaube ich aber, es ist die freie Entscheidung und dann wollen sie das auch, dann passt das in dem Moment und dann stehen wir auch nicht im Wege. Weil sobald man die Kinder mit Respekt betrachtet und eben sie nicht als Material sieht, das man formen muss, ergeben sich die Dinge eigentlich von selbst, finde ich. Bei uns ist es eben so, dass wir die optimalen Bedingungen haben, unsere Kinder am Leben teilhaben zu können, in einem Großfamilienverband, in dem jeder so sein eigenes Unternehmen hat und die Kinder da auch mit dabei sein dürfen und ganz natürlich einfach lernen, alles, was sie so zum Leben brauchen. Und ich glaube, dass man, wenn man das sie individuell bei ihrer Entwicklung begleitet, dass sie schneller und besser herausfinden, was sie gut können, was ihnen Spaß macht, und dass sie vor allem diese Neugierde am Lernen, am Leben sich behalten. Ja. Dass wir so im Rhythmus bleiben, in diesem Rhythmus der Kinder, so wie sie leben, wie sie lernen, und auch in unserem Rhythmus als Familie. Wir sind beide selbstständig, sind zeitlich flexibel, und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dass man sich Zeit nimmt für die Entwicklung der Kinder, dass zumindest in den ersten Jahren immer einer greifbar ist, und das ist bei uns möglich und es wäre fast erschauend, wenn wir das nicht machen. Weiß ganz genau, es ist schon alles da, was für mich wichtig ist. Warum wir unsere Kinder auf diesem Weg ins Leben begleiten. Bin zutiefst davon überzeugt, dass Lernen aus eigenem Antrieb stattfindet. Wir haben unsere Kinder seit der Geburt so begleitet, dass sie in einem eigenen Rhythmus sich selbst, die Welt entdecken können.
diesem eigenen inneren Impuls folgen zu können, das möchte ich einfach so lang wie möglich erhalten für sie. Lernen im Alltag findet für uns ganz anders statt, als wie man es, oder wie es ich auch noch gewohnt war. Da gibt es keinen Stundenplan, es ist einfach, die Kinder sehen etwas, nehmen das auf, schauen sich das an. Entweder ist was für sie, dann bleiben sie dabei, oder es wird auf was anderes eingegangen. Aber es gibt nicht diesen Unterschied zwischen so jetzt lernen wir und jetzt spielen wir, sondern das ist alles eins. Sollten sie da irgendwann einmal von sich aus sagen, okay, jetzt möchte ich in die Schule gehen, dann kommt es eben von ihrer Seite und das ist dann ganz was anderes als wie nach irgendeinem Datum. Stößt du da Fragen, oder? Wir machen seit 4 Jahren so quasi Hausunterricht oder Unterricht ohne Schule. Ja, wir haben uns entschlossen, aus dem Grund, weil wir gesehen haben, dass eine Viertelstunde Schule gereicht hat bei der Einschreibung, dass unsere Tochter, die Julia, die Älteste, eigentlich völlig verstört war. Und da haben wir gesagt, das kann es nicht sein, eine Viertelstunde Schule, dass die eigentlich so viel anstellt und aus unserer extrovertierten Tochter eine introvertierte Tochter machen. Und dann haben wir kurzfristig beschlossen, eine Woche vorher unsere Tochter aus der Schule oder von der Schule abzumelden. Anfänglich haben wir nicht genau gewusst, ist das der richtige Schritt, aber wir kommen immer mehr drauf, dass das der richtige Schritt war, weil jetzt dadurch das Treffen der Freilerner und dem Familiennetzwerk Freilerner, dass da ein Gefühl der Gemeinschaft einfach da ist und dass sehr viel passiert in eine gute Richtung, in eine positive Richtung, und ja, es spürt sich sehr gut an. Was ich mir grundsätzlich wünschen würde, einfach wenn es ein Netzwerk gibt, wo Leute ihre Talente kundtun, weil dann kann es ein großes Netzwerk entwickeln, wo man sich gegenseitig unter die Arme greifen kann, helfen kann. Es gibt zum Beispiel sehr viele Leute, die in Pension sind und in der Pension eigentlich keinen Sinn sehen, weil sie ihre Tätigkeit verloren haben, ihre Sinnstiftende. Dass zum Beispiel Leute, die in Pension sind, auch in ein Netzwerk integriert werden, dass ihre Talente nicht verloren gehen. Ja, das wäre ein Wunsch von mir. Und gestern habe ich jemanden getroffen, der ganz neue Perspektiven reingebracht hat, der Selbstverwaltung. Das heißt, dass jeder Mensch eigentlich die Möglichkeit hat, in Selbstverwaltung zu gehen und eigentlich keinem Staat angehört, sondern seinen eigenen Staat. Ja, ich bin selber noch Lehrerin, 3 Tage, und dann lasse ich mich karenzieren. Und ja, ich kenne das Schulsystem von innen auch, und ich denke mir, Schule ist für viele Leute notwendig, weil sie es sich nicht leisten können oder auch wollen, ja, weil ihnen Arbeiten so wichtig ist. Mir ist Selbstbestimmung total wichtig, mir ist total wichtig der Selbstwert, und deshalb das Gefühl, dass es manchmal in der Schule einfach zu kurz kommt. Ja. Auch so die Möglichkeit des Kindes zu entscheiden, wann mache ich was. Ja. Es gibt so viele tolle Lehrer. Und ich möchte es wirklich nicht schlecht reden, und in meiner Verwandtschaft sind ja ganz, ganz tolle, engagierte Lehrer. Aber ich glaube einfach, und das sehe ich auch bei den Prüfungsschulen so, dass diese engagierten Lehrer ausbrennen, weil sie zu wenig Unterstützung kriegen von unserem sozialen Netz. Und darum ist es für mich nett zum Diskutieren, dass meine Kinder in die Schule gehen, weil ich habe 3 Kinder und die kann ich begleiten, weil sie sind so dritt, und ich habe viele Erwachsene rundherum und viele andere Kinder rundherum, die mir auch dabei helfen. Ich bin 12. Ich bin jetzt 5 Jahre lang zu Hause. Also ich bin jetzt in der 6. Klasse. Das erste Jahr war ich in der Schule. Das hat mir nicht so gefallen, weil das schon eine Schule war, die... Ich möchte jetzt nicht schlecht, dass ich das sagen, aber... Ja, eine typische Volksschule halt. Und zu Hause gefällt es mir eindeutig besser. Wie läuft bei euch so der Tag? Also bei uns, meine Mama sagt schon, ich soll jeden Tag was lernen, weil jetzt habe ich auch dann noch die Abschlussprüfung bei einer richtigen Schule halt. Und sie sagt, ich soll schon jeden Tag was lernen, und meistens mache ich das auch. Und
Ja, also wir lernen eigentlich schon jeden Tag was. Außer in den Ferien, da sagen wir, okay, jetzt mal ein bisschen Pause. Ich glaube, man hat immer so bestimmte Vorstellungen, wie Sachen sein müssen aus seiner eigenen Vergangenheit, aus seiner eigenen Erfahrung, die man hat und aus seinem Paket, das man eben mit sich schleppt. Und da fällt es einem manchmal schwer zu erkennen, dass viele der Dinge, die man halt so alt hergebracht glaubt, dass sie sein müssen, nicht unbedingt so die Wahrheit sind. Und es, man erkennt auch selber immer mehr, dass es halt auch anders geht. Und dass dieses Andersgehen auch leicht eigentlich geht. Oder viel leichter, als man gedacht hat. Also wenn wir uns die Schule in der Region angeschaut haben, merkt, das ist eigentlich nicht unseres. Und dann hat mein Freund das Buch in die Hand gedrückt von John Holt. Also es ist eigentlich von jemand anderem. Patrick Varenga heißt er inzwischen, das alte Buch von John Holt. Und es war für mich einfach okay, ja super, gute Idee. Genau, und seitdem ist der Fabian zu Hause und wir, ja, sehr gemütlich. Ja. Momentan passt es total bei uns. Also es ist, wir sind mehr so learning by doing. Und du hast ja eine ältere Tochter, die auch schon eine andere Schulform besucht hat. Genau, genau. Also die war in einer Alternativschule, die im Grunde für mich sehr ähnlich war. Weil es waren, also wir Eltern haben es gemeinsam gegründet und ich habe im ersten Elternabend nicht gewusst, wer die Lehrer und wer die Eltern sind. Und es war eine ganz eine offene Gruppe, wo alles ganz ehrlich besprochen wurde. Also die Lehrer haben nicht gesagt, sie müssen mit uns diskutieren, sondern sie haben gesagt, oh, wir wissen jetzt nicht, dem Konstantin geht es nicht gut, was tun wir denn? Ja. Also ein Miteinander, ja, zwischen genau. Ja, und auch alle Eltern untereinander. Es gab nicht, man durfte nicht keinen Namen nennen oder so, sondern es war ganz klar, heute geht es dem Konstantin schlecht, was tun wir denn? Ja. Hat jemand einen Vorschlag oder was können die Eltern anbieten, den Lehrern ist jetzt alles zu viel? Oder, also das war irrsinnig entspannt, ich habe das sehr genossen. Ich muss mal jetzt was fragen, wieso hat die Kamera zwei Augen? Weil die 3D filmen kann. Ach so. Also, wir sehen nur in 2D, aber sie kann es. Okay. Okay, geht schon wieder. Ja, also wir sind vor 3 Jahren nach Österreich gezogen, von Deutschland, damit unsere Kinder zu Hause in einem gewohnten Umfeld ihre Bildung erwerben können. Und zwar genau dann, zu dem Zeitpunkt, wo sie der Meinung sind, dass jetzt das was dran ist, was sie lernen wollen. Und wir fühlen uns da eigentlich sehr wohl damit, weil jeder Mensch hat so seinen eigenen Entwicklungsweg. Die einen lernen mit 8 Monaten laufen, die anderen erst mit 15 Monaten laufen und genauso ist es in allen anderen Belangen des Lebens auch. Also unsere Tochter hat zum Beispiel mit 6 Jahren lesen gelernt und unser Sohn, der ist jetzt 7, den interessiert das noch gar nicht so groß. Dafür ist er in Mathe viel flinker als die Große und um einfach nicht alle über einen Kamm zu scheren, haben wir gesagt, wir machen das zu Hause, in der gewohnten Umgebung und das funktioniert bei uns eigentlich sehr, sehr gut. Das einzigste Problem, was wir noch an der ganzen Sache haben, ist, dass wir am Jahresende an einer Schule eine Prüfung ablegen müssen und es natürlich in den jetzigen Möglichkeiten nur Schulen gibt, die nach Lehrplan unterrichten, die diese Prüfung abnehmen und dann müssen natürlich die Kinder am Jahresende lehrplankonform nachweisen, was sie können. Und wenn man eben diesen freien Weg geht, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt das lernen, was für sie gerade wichtig ist, ist es unheimlich schwierig, so eine Prüfung zu bestehen. Und im Moment ist es uns noch ganz gut geglückt, weil ich auch 2 sehr wissbegierige und aufgeweckte Kinder habe. Aber ich weiß, dass es Kinder gibt, für die es sehr, sehr schwer ist, sich Wissen anzueignen, was für sie nicht dran ist. Und da würde ich mir vielleicht noch einen anderen Weg wünschen. Was ich sehen kann und was mir gut gefällt, ist, dass meine Kinder langsam in das Erwachsenenleben hineinwachsen. Ich habe immer die Angst selber als Schülerin gehabt, na jetzt bin ich bald mit der Schule fertig, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tun will, was meine Stärken sind. Und bei meinen Kindern jetzt im häuslichen Unterricht sehe ich, wie sich ihre Stärken entwickeln und wie sie ihren Interessen nachgehen und wie sie darin sehr gut werden und wie das allmählich von der Kindheit in die Jugend ins Erwachsenenleben übergeht. Und das finde ich ist etwas sehr Schönes, dass es ein fließender Verlauf ist. Dein Bruder war in der Schule und du warst gar nie? Nein, nie, bis auf ein paar fürs Zeugnis. Okay. Das waren bis jetzt nur 2. Aber wie hast du dann Lesen und Schreiben gelernt? Das habe ich fast ausschließlich gelernt, weil ich mich fürs Fischen interessiert habe. Da wollte ich unbedingt die Fischnamen lesen und
schreiben können, sonst kann ich mir das ja nie merken oder so. Und wie hast du Rechnen gelernt? Rechnen habe ich eigentlich schon immer gelernt. Da habe ich die Mama gefragt oder den Papa, ich weiß nicht mehr, was ist Rechnen. Und dann ist das blitzschnell gegangen, dann war ich Meister im Rechnen. Und habt ihr irgendwie einen Stundenplan oder so, wann ihr lernt? Nein. Haben wir nicht. Wir tun einfach nur lernen, wann wir wollen. Dann holen wir uns ein Buch aus oder die Mama bittet uns darum. Inzwischen ist es so, meine Kinder haben so viele Aktivitäten und Interessen, denen sie nachgehen, dass für das Thema, wir verabreden uns explizit mit Familien, damit meine Kinder Sozialkontakte haben, für dieses Thema bleibt eigentlich nicht mehr Zeit. Es ist einfach so, durch diese Aktivitäten, die meine Kinder tun, haben sie Sozialkontakte. Und das sind Kinder unterschiedlichen Alters und auch Erwachsene. Also ich mache mir jetzt nach 5 Jahren Freilernen keine Gedanken mehr um die sozialen Kontakte und um die Sozialkompetenz meiner Kinder. In der Schule war es gestern toll. Okay. Habe ich sogar neue Freunde gefunden. Okay. Und das war deine Externistenprüfung heuer? Okay. Das war sie. Okay. Damit Eltern mit ihren Kindern gut den häuslichen Unterricht leben können, auch im Alltag, bin ich der Meinung, dass es ein ganz hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein braucht. Und hier in Österreich muss ich mir bewusst sein, wie gehe ich mit dem Thema Externistenprüfungen um. Meine Erfahrungen jetzt nach 5 Jahren häuslicher Unterricht sind die, dass es in der Volksschulzeit recht gut möglich ist, die Kinder sehr individuell zu begleiten und bei ihren Interessenschwerpunkten zu fördern. Aber was ich sehe, in der Hauptschulzeit ist es sehr, sehr schwierig mit dem häuslichen Unterricht. Es werden einem vom Lehrplan her kaum Freiheiten gelassen. Die Schulen, die Hauptschulen, die geben explizit vor, Fach für Fach, welcher Stoff von dem Kind gekonnt werden muss. Es ist egal, ob sich das Kind dafür interessiert. Es ist egal, ob ich als Mutter der Meinung bin, das ist wichtig oder das ist unwichtig. Das Kind muss diesen Stoff beherrschen. Und an dem Tag X der Prüfung muss das Kind in der Lage sein, diesen Prüfungsstoff auszuspucken, aufzuschreiben. Und das ist eine sehr unangenehme Situation für jedes Kind. Und darüber müssten sich Eltern, die diese Bildungsform anstreben, im Klaren sein, dass das ein ganz großes Manko ist in der Situation des häuslichen Unterrichts in Österreich momentan. Wenn es dir in der Schule gut gefallen hast, vielleicht könntest du dir vorstellen, dass du öfter hingehst oder immer? Das kann ich mir schon vorstellen, nur immer nicht, aber einmal in der Woche schon. Okay. Ich als Mutter brauche für meine Kinder kein Zeugnis und das war für mich bis vor 2 oder 3 Jahren ein ganz neuer Gedanke. Ich habe das nie hinterfragt, dass ob man ein Zeugnis kriegt oder nicht. Und ich habe das immer hingenommen, dass halt irgendwer da ist, der die bewertet und dir zwischen 1 und 5 sagt, ob du gut bist oder nicht gut bist. Im vollen Wissen, dass in meiner Schulzeit ich oft einen 1er gekriegt habe auf Sachen, wo ich genau gewusst habe, da verdiene ich gar keinen. Und einen 5er auf Arbeiten, wo ich gewusst habe, ich bin viel besser. Das Feedback im häuslichen Unterricht kriegt man sich eigentlich vom Kind. Und in der Beobachtung von meinen Kindern stelle ich einfach fest, dass sie selber immer sagen, was sie noch machen möchten oder wo sie meinen, dass schon genug ist. Und da geht es nicht hauptsächlich um Lernstoff, so wie wir es kennen, schreiben, rechnen, lesen. Da geht es um ganz andere Techniken und Fertigkeiten. Also meine Kinder beschäftigen sich mit Landschaftsbau, mit Gärtnern, mit Permakultur, weil das für uns Eltern so wichtig ist, eine ganzheitliche Lebensweise zu leben. Und die sind jetzt schon fähig, mit 6 und 8 anderen Menschen zu erklären, wie sie einen Böschung bepflanzen sollen, damit sie nicht runterrutscht. Aber mit Hand und Fuß. Und das habe ich ihnen nicht beigebracht, sondern sie sind mit uns mit. Und sie haben sich dann selbstständig dafür interessiert, in Büchern nachgeschaut, auf YouTube einen Film angeschaut, mit uns darüber diskutiert, mit anderen Kindern geredet. Da haben wir oben so eine Straße und daneben sind solche Böschungen und da haben wir so schräge oder runde oder glatte Furchen reingemacht, dort bepflanzt. Wir wollen von ganz oben die Böschungen in sicherem Abstand bis runter zur Brücke am Bach ziehen. Ich habe da was von einer Homepage gehört. Ja.
permakulturkids.gmail.com. Die Entscheidung, dass die Kinder frei lernen, die habe ich überhaupt nie bereut. Die war vom ersten Moment an, obwohl ich so gezweifelt habe, vom ersten Moment an so gewinnbringend und so schön für die ganze Familie, dass ich das überhaupt nicht in Frage stelle. Sehr wohl sage ich aber schon dazu, dass wenn die Kinder sagen, sie wollen in eine Schule gehen, dann werden sie von uns die Begleitung bekommen, dass sie sich die Schulen anschauen und dass sie sich danach entscheiden. Ich werde sehr oft gefragt nach den Begriffen Freilernen und häuslicher Unterricht. Häuslicher Unterricht hat was mit häuslich, nur zu Hause, und Unterricht, sitzen und lernen. Während Freilernen den Eltern, also allen Erwachsenen und allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, ständig zu lernen. Und Lernen macht Spaß. Lernen ist nichts, was einschüchtert, wenn es nicht bewertet wird. Sobald Lernen bewertet wird von außen, schüchtert es ein und man mag sich gewisse Dinge nicht mehr anschauen, obwohl es einen vielleicht interessieren würde. Die Kinder haben nicht das Gefühl, dass sie sich das jetzt erarbeiten müssen oder lernen müssen, sondern es passiert von alleine nach außen. In Wirklichkeit ist es einfach ein Beschäftigen der Generationen, wenn sie sich miteinander beschäftigen. Ich sehe es so, dass wir Freidenker sind und ich bin eine frei lernende Mutter. Das heißt, ich habe mir als Erwachsene jetzt auch das Recht genommen, wieder alles zu hinterfragen und wieder lernen zu dürfen, weil Lernen hat keine Altersbeschränkung. Und auch die Charaktere von den Kindern. Es gibt Kinder, die brauchen sehr viel Zeit für sich und in ihrer engsten Umgebung, sind einfach überfordert. Und dann gibt es wieder welche, die sind ganz extrovertiert, die suchen sich das auch nach außen. Und je nachdem, wie die Familie funktioniert und wie die Kinder drauf sind, so viel werden sie zu Hause sein oder so viele soziale Kontakte werden sie haben. Ich habe jetzt Deutsch- und Englischprüfung gemacht, also richtig klassische Prüfung. Die Deutschprüfung war sehr gut, also ja. Aber die Englischprüfung, die war nicht so schön, weil ich hatte einen Lehrer, der mich niedergemacht hat. Und jetzt halt ist noch eine Abschlussprüfung, also es wäre natürlich toll, wenn man keine Prüfung mehr machen müsste. Aber dann hättest du ja kein Zeugnis. Warum? Ja. Was haltest du von Zeugnissen? Es ist natürlich toll, wenn man sagen kann, ja, ich habe in dem und dem Fach eine 1, aber eigentlich, es bringt ja nichts. Ja, weil es ist nur ein Stück Papier und mit dem kannst du nichts anfangen.